Hallöchen und willkommen zurück bei Far Cry Primal. Wir hatten in der letzten Folge hier unten noch ein Tier erlegt, aber das ist schon gar nicht mehr da. Ich musste jetzt nämlich neu laden, weil neuer Tag, neue Aufnahmerunde und so weiter. So, was hatten wir vor? Wir haben in der letzten Folge hier schon so ein paar Totems klar gemacht. Was haben wir denn hier? Bestie töten. Das können wir ja erstmal annehmen und dann wollte ich eigentlich das machen. Das ist noch die andere Dorfmission. Auch hilft den Venya, ein Geistertotem zu errichten. Auch da dreht sich ums Totemisieren. Da unten. Da, zu dem müssen wir. Da können wir die Bestienmission annehmen. Und ich rutsche jetzt hier einfach mal irgendwo an der Seite runter. Huch. Schwupp. Und schwupp. Zwei. Schöner Tag, ne? Die Sonne, warte mal, ist das Osten? Ja, okay, dann geht die gerade auf, Gott sei Dank. Genau, wir hatten ja geschlafen in der letzten... Ach hier, da drüben bist du, ich komme. Ah, der gehört zu uns, hier rüber. Komm schon. Warte mal. Direkt erstmal heilen. So, es ruckelt gerade ganz merkwürdig. Kleinen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Jetzt dürfte das Ruckeln auf jeden Fall weg sein. Ich hatte dummerweise noch was im Hintergrund laufen, sorry. Hallo. Jaguare jagen Venya. Okay, ach du meine Güte, Jaguare jagen. Hier unten ist es aufgetaucht. Okay, gut, dann machen wir erstmal da... Die Dorfmission und was ist hier vorne gleich noch? Hier ist irgendein Fragezeichen vor uns. Das schauen wir uns doch mal an, wenn ich von hier hinkomme. Oder sieht gerade nicht so aus. Ah. Okay, pass mal auf, dann gehe ich mal hier hoch. Ja. Steinzahnpass entdeckt. Sehr gut. Nochmal ein paar Bonus-EP abgegriffen. Ich muss mich mal kurz orientieren. Gut, ach guck mal, das wird jetzt hier oben angezeigt. Plus 2% Bonus-XP. Mhm, weil wir irgendwo mal so ein Totem errichtet hatten, glaube ich. Ne? Und jetzt haben wir hier noch was gefunden. Das ist ja schon mal was. Und jetzt müssen wir aber da runter. Nee, also hier kann ich nicht runterspringen, um Gottes Willen. Okay. Ah, auch ein bisschen hoch. Ich weiß es nicht, geht das oder? Nee, das ist mir auch ein bisschen zu hoch. Auch wenn wir es vielleicht überleben würden, aber hier können wir runterrutschen. Oder runterklettern langsam. Ja, so ist okay, ne? Hey, runter. Hallo? Ah! Okay, das sah bloß so aus. Ich habe gedacht, der seilt sich da wieder ab. Haha, schade. Okay, dann gehen wir mal zu den Totems. So nicht. Hast du noch was gesehen? Nee. Hast noch einen Rothund? Ach geil, hat sogar geklappt. Ach guck mal, da geht sogar ein Pfad hoch. Na gut, wir sind direkt von oben rangekommen. Ist ja auch okay. Und hier könnte ich gerade schwimmen. Ist hier unter Wasser. Boah, ist ja die Sicht fast null. Aber da, ich sehe eine. Eine Daisha-Hand, das dachte ich mir. Die sind ja oft so, ne? Unter Wasser. So kleine... Tümpel, da haben wir jetzt schon einige gefunden. Okay, hier ist eindeutig Rothundgebiet. Ah ja, stimmt, wir können jetzt auch Braunbären sehen. Und Säbelzahntiger auch. Flup.
hoffe, das hier ist... Ah ne, ist bloß eine kleine Pfütze. Ich dachte, das wäre eine Falle oder so. Das ist unser Belohnungslager? Ja. Zweimal Wildschweinhaut. Was ist denn das? Eine Mammuthaut. Jackfell auch schon zwei. Hirschhaut drei. Und einmal Ziegenfell. Okay, die anderen noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich die Hütten upgraden. So. Hier ist das Lagerfeuer. Gut, hier drüben ist irgendwo die Aufgabe. Gucken wir doch mal, dass wir die mal erledigen. In den letzten Folgen, da sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Da haben wir viele Aufgaben gemacht. Ich glaube, jede Folge so ein, zwei sogar. Auch so ein paar kleine Eskortmissionen, wo man direkt einen Fähigkeitspunkt bekommt. Das hat mir sehr gut gefallen. Müssen bestimmt da unten hin. Halt. Ah, wieder Schildkröten. Gucken, die packen sich wieder an, wenn ich rankomme, ne? Zack, weg sind sie. Ich hoffe, die brauchen wir nicht für irgendwas. So. Ich gehe jetzt mal hier ran. Ah, tatsächlich. Haha. Ein Geistertotem errichten. So. Ach, hier oben. Finde das verlorene Totem. Halte V gedrückt. Ah. Hat wieder jemand mitgehen lassen. Moment mal, die Spuren, die gingen doch. Eindeutig hier hinter. Ah ja, hier oben geht's weiter. Hier. Man kann übrigens in den Optionen einstellen, wie lange dieser Blick anhalten soll. Dieser Jägerblick, der ist standardmäßig, glaube ich, auf 20 Sekunden gesetzt. Hab da nicht dran geschraubt, hab das einfach mal so gelassen. Ja, hier waren auch wieder welche. Aber in welche Richtung ging die? Ich bin einfach weitergelaufen. War doch schon in die Richtung. Ich sehe jetzt nichts mehr, aber ich sehe hier so eine kleine Höhle, die wir, denke ich, frei machen können. Oder? Warte, warte, mit anzünden. Okay, da war schon mal nicht drin. Nein, nicht den Fall anzünden. Weg. Aber wo gingen die Fußspuren weiter? Da hoch? Muss ich da hoch? Könnte sein, aber... Da hinten irgendwo, da waren die letzten Spuren, die ich gesehen habe. Oder da, die gingen dann hier gerade hin eigentlich, aber... Ah, okay. Na komm, wir gehen mal da hoch. Hey. Hey.
stehen hier einen Haufen Leute rum. Vorhin war ja natürlich keiner. Wahrscheinlich durch die Mission jetzt gekommen. Huch. Nice. Oh. Das ist noch zu stark, um es zu zähmen. Dann lasse ich es auch in Ruhe. Ich muss mal die Aufgabe machen, mich jetzt nicht hier nebenbei noch mit dem Braunbären anlegen. Ich habe gedacht, ich kann das direkt zähmen. Okay, gut zu wissen. Na gut, haben wir mal was zu fressen gegeben. Dann lässt er uns vielleicht in Ruhe. Hallo. Das waren bestimmt nicht alle, Udam. Und hopp. Gut. Die gehört zu uns. Ah, guck mal, ich bin hier in dem Gebiet. Also ich sehe jetzt hier auf Anhieb nicht, wo ich hin soll. Dann bin ich dann bestimmt hier unten am Weg. Gehen wir mal dahin. Okay, da war noch einer. Vielleicht ja doch hier drüben. Wechsel mal die Keule. Huch, ich glaube, ich habe unseren gehauen. Die sind aber auch extrem schnell, ey, die Jaguare. Alter. Hast du? Jawohl. Okay. Hier, für dich. Klappe, ey. Ich finde das scheiß Totem nicht. Vielleicht doch hier drüben. Da liegt einer rum. Da müssen wir bestimmt hin.
Und Bienenschwarm mitgenommen. Ach nee, 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 nee. Fall ich wieder hier runter. Toll. Also er schon mal nicht. Ah, okay, verstehe. Also hier nicht. Dann doch da drüben. Okay. Aber lag denn hier noch irgendwo eine Leiche rum oder sowas? Hab nämlich nichts gesehen. Ja, die da schon klar, ich habe die schon gesehen, aber die mit der kann ich ja nichts machen. Mit der Frau. Hallo. Ich suche ein Totem. Na eben, bei dem Bär. Kacke. Das kann natürlich sein. Hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Okay, der Bär ist weg. Okay, das lag hier. Ich habe das vorhin gar nicht beachtet, als wir den Bären... Jetzt hoch oder was? Na gut, dann hoch mit uns. Ich glaube, da war gerade eine Schlange. Nichts wie weg, bevor sie mich wieder vergiftet. So, ich gehe mal davon aus, dass die hier drüben das Totem irgendwo meinen. Das hier? Ja. Super. Wieder einen EP-Boost bekommen. Wir hatten, glaube ich, mal die Info, ne? Pro Totem plus 2% EP-Boost. Genau. 4% haben wir jetzt. Geil. Wir brauchen noch einen Fähigkeitspunkt, dass wir auch Säbelzahntiger und Braunbären reiten können. Das wäre super. Gut. Was steht jetzt noch auf der Agenda? Hier unten wäre noch Bestie töten. Da drüben hätten wir Affen. Großer Narbenbärjagd. Na gut, das könnten wir eigentlich machen. Wir gehen jetzt hier runter Richtung Bestie und dann weiter Richtung Narbenbär. So, warte mal, ist das die Richtung? Ja, ungefähr. Okay. Na dann weiter. Weißer. Sieht schön aus, unser Gefährte, finde ich. Macht gut was her. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, rutschen wir noch runter. Und dann, ja, schönen Tag noch und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.